Oh, ich kann ihn reiten. Yay, mein Mondwal. Ich kann die Erde nicht sehen, weil dieser Asteroid im Weg ist. Angriff, mein Mondwal. Yeah, awesome. Und mit Aussicht. Was ist hier los? Hilf mir dabei, den Weltraummüll in diesen Mülleimer zu sammeln. Okay. Aua. Oh mein Gott, der Weltraummüll greift an. Aha. Achso, das war der Mülleimer. Scheiße. Warte, zurücksetzen. Ja. Sorry, das war der Mülleimer. Das wollte ich nicht. Ich dachte, die Mülleimer wäre auch schon Müll. Aber nein, natürlich nicht. So, jetzt kann ich wieder fliegen. Aufsammeln. Und auffüllen. Zack. Noch mehr Weltraummüll. Beträchtliche Raumstation. Was ist hier mit dir los? Hiermit wäre es, womit ich zurück zur Weltraumstation gelange. Warte mal. Ein Jetpack. Verloren im Weltraum. Not with me. Als Bass können wir jetzt spielen. Bass. Gib mir den Bass. Bass. Fliegen der grandiose Abfallhammer. Ah, ja. Haben wir jetzt alles? Ne, noch nicht. Ein bisschen Müll fehlt noch. Guck mal, da ist noch Müll. Aufsammeln. Und dann haben wir alle Quests erfüllt, die ich erfüllen wollte. Ne, einen großen Star White fehlt noch. Den machen wir auch noch schnell. Zack. Yay, Weltraummüll. Erledigt. Jetzt machen wir noch den großen Star White. Ich schaffe Objekte, um das schwarze Loch zu stopfen. Okay. Das klingt etwas zweideutig. Ein schwarzes Loch. Oh nein. Oh nein, das schwarze Loch droht unserem Planeten zu zerstören. Platziere jemanden, der etwas darüber herausfinden kann, im Inneren der Kanone. Superman kann das machen. Ein Superhirn. Doink. Ach. Ein Klempner, okay. Super Mario. Es sieht nicht so aus, als käme der Forscher zurück. Versuche das schwarze Loch mit etwas Haarigem zu stopfen. Einem Fellball vielleicht? Ein Fallbeil, ein Federball. Nehmen wir ein Federball. Das ist doch ein Wort. Nehmen wir einen Yeti. Mit I übrigens, nicht mit Y. Uah! Oh, that didn't work at all. Yeah. Eine Mechanikerin? Hm. Die Haare haben auch nicht funktioniert. Versuche die Kanone zu verwenden, um etwas in das schwarze Loch zu fahren. Vielleicht ein Bus. Ein Omnibus. Piu! Okay. Ah, der Commander! Keiner dieser Lösungsversuche funktioniert. Wir müssen die Gewalt anwenden und lade die Kanone mit etwas, das schwarze Loch in die Luft jagt. Oh nein, okay. Dann machen wir Atombombe. Die funktioniert immer. Straight in the hell, bitch. Ach. Oh, guck mal, da ist der Forscher wieder. Der Forscher hat die Lösung, das schwarze Loch implodieren, indem du ein anderes Objekt von enormer Masse hineinsteckst. Schnell lade die Kanone mit einem schwarzen Loch. Denn kein anderes Ding im Universum hat so viel Masse wie ein schwarzes Loch. Nicht mal die Sonne. Wow. Sorry, das wollte ich nicht. Ah, probieren wir es einfach mal mit einer Sonne. Wo eine Sonne von dem Schwarz noch einfach nur verschluckt werden würde und das war's. Aber gut, vielleicht waren sie damals noch nicht so weit mit der Wissenschaft. Mann,
Weiß es nicht. Schwarz oder fertig. So, auf zum nächsten Level. Palindromindala. Was haben wir? Palindromeda. Palindromeda. We auf dem Planeten der Aliens. Oh yeah. Was ist dein Problem, Freund? Hilf dem gefangenen Astronauten vom Gelände der Außerirdischen zu fliehen. Okay. Flucht aus Palindromeda. Okay. Da ist mein Space Shuttle. Da ist der Wächter. Da sind Elektrostäbe. Da ist ein Elektrokabel. Ein Astronaut wurde gefangen genommen. Bring ihn raus aus dem Statusfeld. Ah ja. Warte. Brauchen wir einfach nur eine Schere? Eine Bauschere. Mal aufsammeln. Und interagieren. Angreifen. Ach man. Maxwell, du bist nur nutzlos, wenn du nicht fliegen kannst. Du brauchst erstmal wieder Flügel. Sonst kannst du hier gar nichts machen. So, und jetzt interagieren. Angreifen. Angreifen! Vielleicht eine Kettensäge. It won't work, probably. Vielleicht eine Kanone. Artilleriegeschütz. Nein! Was soll das denn? Warum kann ich mich eigentlich nicht aufstellen? Ist egal. Moment. Erstmal das hier entfernen. Ah, okay. Maxwell ist tot. Was machen wir gegen dieses, Leuchte? Doesn't work. Vielleicht kannst du hier ein weiterhelfen. Well, probably not. Ich habe gerade mal so gar keine Ahnung. Wie befreien wir den da? Warten wir, bis der erste Tipp kommt. Und dann... Sieht so aus, als würden diese Generatoren das Statusfeld versorgen. Ach, meinst du? Machen wir eine... Keule und zerstören die einfach mal. Angriff! Na, warte mal, wir können doch einfach... Damit können wir auch auf Distanz angreifen. Ah ja, okay. Das ging ja jetzt einigermaßen. Wir müssen an den tödlichen Lasertoren der Außerirdischen vorbei. Okay, kein Ding. Kann ich jetzt nicht zerstören? Machen wir vielleicht ein bisschen Wasser? Die Musik ist hier so schön beruhigend. Keine Ahnung. Gib mir einen Tipp. Ah. So ein Laserstrahl sein. Ich dachte, das sind so Laserbarrieren.
Ein Rückstrahler. Okay, der Hund ist aufgewacht. Ist das nicht klasse? Wir müssen an diesem Hund vorbei, ohne ihm etwas... What? Sich arschen. Dann wird doch einfach unsichtbar. Und... ja, übrigens auch. Okay. Ey, der kann es doch jetzt gar nicht mehr sehen. Oder wie? Warte mal. Möglicherweise möchte er einen Knochen haben. Okay. Vielleicht möchte er auch ein Steak. Hier unten. Hallo, du blöder Hund. Yay. Okay. Folge du mir lieber. Ich bin hier schließlich der Beste. Beide, wir müssen zum Schiff. Ich bin schon da. Wo bleibst du? Oh nein, es ist kaputt. Oh nein, mein Schiff ist kaputt. Naja, wissen wir schon. So. Und tschüss. Endlich, mein Star Ride. Gib ihn her, gib ihn her. Yeah, Star Ride. Flucht aus Palindroma. Ich habe noch ein Star Ride, dann haben wir es geschafft. Oder sechs. Eins von beiden. Guck mal, du bist ja immer noch hier, Versager. Gib mir etwas vom Bauernhof. Weizen. Vielleicht ein Möhrchen? Vielleicht ein Bauer. Vielleicht wirst du den mal ausnahmsweise nicht. Yay! Ei-Fu? Okay. I don't understand. So, was hast du? Ich sehne mich nach einem Essen von der Erde. Brokkoli, bestes Essen von der Erde. Okay. Ein Wagen mit Heimweh. Was ist bei euch los? Okay, die Aliens haben nichts. Hilf mir, eine nicht sprachbasierte Kommunikationsmöglichkeit für die Mersianer zu finden. Wie wär's mit einem Laptop? Okay. Wie wär's mit einer Musicbox? Yeah. So. Yeah, dance, everybody. Dance. Als Ludwig können wir jetzt spielen. Als Luder von Ludwig. Gib mir etwas, damit ich die Erde sehen kann. Okay. Ein Teleskop. Würde ich als Kind immer haben, aber jetzt nicht mehr. Ich kann die Erde von hier aus sehen und Flagge ziehen und töte sie alle. Nein, warte, tu es nicht. Du weißt doch nicht, was du tust. Was ist bei dir los? Ich will menschlich aussehen. Dann brauchst du erstmal Haut. Probably doesn't work. Vielleicht brauchst du einfach nur einen Körper. Menschlich. Okay. What the fuck? Übernahme! Yay! Ein kleinen Star Wars brauchen wir noch für das nächste Sternchen. Hier ist noch ein Nerdy Nerd. Nerdy McNerden. Gib mir eine Superpower! Mega super!
überstark wirst du jetzt. Awesome. Ah, oh, that's my boy. This my boy, bitch. Was hast du, Nerdy Nerd? Hilft dem Roboter-Ingenieur beim Verteidigen gegen die einfallenden Monster. Okay, vordere Verteidigungslinie. Hilft dem Roboter-Ingenieur, die Stadt zu verteidigen. Gib ihm zuerst etwas Starkes, aber Flexibles. Stark, aber flexibel. Stahlseil. Muss ich mal kurz anders hinsitzen hier. Eine Stunde lang auf einer Stelle zu sitzen, ist auch irgendwie. Ja, hier hast du Stahlseife. Nein, ich wollte ein Stahlseil haben. Staloxid, ja. Okay. Probably worked. Probably. Yeah, bitch. Take this. Das hat gut funktioniert. Machen wir es nun agiler, indem wir es teilweise lebendig machen. Du brauchst so ein Herz und eine Seele. Okay, es gibt keine Seele, es gibt nur ein Herz. Eine Blutpumpe. Okay. Tötet den Affen. Ein Zombie-Roboter. Okay. Machen wir es nun noch stärker, indem wir ein prähistorisches Wesen hinzufügen. Okay, wie wär's mit einem Stegosaurus? Oh Gott. Oh Gott, was habe ich nur erschaffen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, no. He's too strong. Wenn es fliegen könnte, wäre es unaufhaltsam. Dann bastel doch einfach eine Fledermaus rein. Willst du nicht? Okay, dann brauchst du halt normale Flügel. Na, Fred? Aber was machst du hier? Oh mein Gott, it's the fucking Terminator! Yeah. Mega awesome. Yeah, vor der Verteidigungslinie! 55 Starrights und weiter. Okay, wir brauchen doch 60. Wir haben hier noch eine Quest. Wo ist die? Wo ist die letzte Quest? Da oben fliegt Superman. Der offiziell natürlich gar nicht Superman ist. Ich fliege hier rum. Werde nach meiner Quest ausschalten. Nach der letzten Quest. Diesem Abenteuer. Also auf dieser Map. Oh, da ist ein Hirn in einem Glas. Ein Glashirn quasi. Was hat das Glas schon zu sagen? Ich brauche etwas Hirnloses, das ich bewohnen kann. Okay. Was mit einem Roboter? Mechanikroboter. Okay. Das ist ein bisschen zu krass. Dann vielleicht doch lieber ein Humanoid. Ein Terminator. Oh yeah. Awesome Roboter. Brain Drain! Level vollständig. Yeah, awesome. Na, warte. Mega geil. Okay, nächstes Level. Xenax Station.